An diesem neuen Fluggerät wird noch gearbeitet. Auftraggeber ist die US-Luftwaffe. Die Aussichten sind also gut. Air One ist ein Flugzeug, das elektrisch starten und landen kann. In seiner jetzigen Konfiguration fliegt es bis zu einer Stunde und hat eine Nutzlast von 250 Kilogramm. Auch die Fluggeschwindigkeit kann sich sehen lassen. Bis zu 250 km/h. Air One ist die perfekte Lösung für viele logistische Herausforderungen. Deshalb ist sie auch für Privatkunden interessant. Rund 800 Vorbestellungen lägen bereits vor, sagen die Entwickler. Wie gut die Air One ist, zeigt ein Satz. Ein Flug von Victoria nach Vancouver in Kanada dauert nur 41 Minuten. In vielen Gebäuden muss auch tagsüber das Licht brennen. Das wirkt sich aber nicht optimal auf die Stromrechnung aus. Die Entwickler von Sunflower haben hierfür eine einfache Lösung. Das System lenkt das Sonnenlicht gezielt in die richtigen Räume. So können bis zu 60 Glühbirnen mit je 60 Watt ersetzt werden. Sunflower soll nicht nur die Räume heller machen, sondern auch Augenermüdung und Kopfschmerzen vorbeugen, die durch Leuchtstofflampen verursacht werden. Laut Prognosen der Vereinten Nationen wird im Jahr 2050 rund ein Drittel der Weltbevölkerung auf dem Land leben. Außerhalb der Städte ist es zwar ruhig, aber auch hier gibt es Verkehrsprobleme. Ohne eigenes Auto wird das Leben oft unbequem. Die Macher des Projekts Monocap Owl haben eine Lösung gefunden. Sie schlagen vor, den Schienenverkehr neu zu denken und den Verkehr im ländlichen Raum mit solchen Kapseln zu organisieren. Diese können wie ein Taxi per App gebucht werden. Geplant sind sowohl Passagier- als auch Frachtkapseln. Das Standardmodell bietet Platz für 6 Personen. Getestet wird das Ganze in Deutschland. Das Projekt scheint aber so interessant zu sein, dass es im Rahmen eines EU-Programms gefördert wird. Ende 2023 hat in den USA das weltweit erste vollautonome Restaurant mit künstlicher Intelligenz eröffnet. Von der Speisekarte her ist es ein typisches Fastfood-Restaurant mit Hamburgern und Pommes. Doch die Besucher können sowohl das Essen als auch die Zubereitung genießen. Es wird berichtet, dass die Koteletts durch das Zerkleinern des Fleisches erst nach der Bestellung buchstäblich auf der Zunge zergehen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit des biometrischen Einkaufs. Außerdem sind die Entwickler zuversichtlich, dass ein autonomes Restaurant weniger Abfall produziert. Denn die Roboter können nicht ausrutschen und zum Beispiel Öl verschütten. Aber daneben steht immer noch ein konventionelles Restaurant. Wenn es also Probleme gibt, gibt es jemanden, der sie löst. E-Sight ist eine ganz besondere Brille. Sie wurde für Menschen mit schweren Sehproblemen entwickelt. Unter anderem hilft E-Sight auch Menschen, die nicht besser als ein Neugeborenes sehen. Die Brille funktioniert wie folgt. Eine Hochgeschwindigkeitskamera nimmt auf, was um sie herum passiert, und spezielle Algorithmen passen das Video an die Seheigenschaften der jeweiligen Person an. Unter anderem vergrößert E-Sight das Bild problemlos um das 14-fache. Das Ergebnis wird auf OLED-Bildschirmen angezeigt. Alltägliche Tätigkeiten wie Lesen oder Fernsehen werden so deutlich komfortabler. Die Version E-Sight 4 kostet etwa 8.000 Euro. Seit 2019 arbeiten die japanische Raumfahrtagentur JAXA und die Toyota Corporation gemeinsam am Lunar Cruiser. Die Aufgabe ist nicht einfach, denn er soll keine Straßen auf der Erde, sondern die auf den Mond erobern. Auf dem Mond ist es bekanntlich sehr kalt. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus 100 Grad Celsius.
Dazu kommen die geringe Schwerkraft, das Vakuum und die Strahlung. Die japanischen Ingenieure haben also alle Hände voll zu tun. Doch sie lassen sich nicht entmutigen und haben bereits einen zweisitzigen Prototypen vorgestellt. Und wenn man der Presse glauben darf, planen die Japaner praktisch ein Haus auf Rädern. Das wird sicher nützlich sein für die Wasserstofftreibstoffanlage, die Japan bis 2035 auf dem Mond errichten will. Space Perspective beschäftigt sich mit Stratosphärenflügen. Eine solche Kapsel soll bis zu 9 Personen in eine Höhe von bis zu 30 Kilometern bringen. Die Passagiere können die Aussicht aus der letzten Schicht der Erdatmosphäre mit allem Komfort genießen. Die Kapsel verfügt über eine Panoramaverglasung, eine Bar und eine Toilette. Schon vor der Landung kann ein Foto vom Flug hochgeladen werden, denn auch Internet ist vorhanden. Insgesamt dauert die Reise etwa 6 Stunden. 2 davon werden die Freunde des außergewöhnlichen Tourismus in der Stratosphäre verbringen. Läuft alles nach Plan, soll der erste bemannte Flug noch in diesem Jahr stattfinden. Und die Tickets für die Kapsel wollen die Entwickler für 113.800 Euro pro Stück verkaufen. Man kann auch mithilfe von Technologie in die virtuelle Realität eintauchen. Das Team von ECTO-VR hat sich zum Beispiel diese Schuhe ausgedacht. Man sollte sich aber nicht vom Aussehen täuschen lassen. ECTO-VR behauptet, dass man damit nicht nur durch digitale Räume laufen kann, sondern dass sie auch vor Orientierungslosigkeit, Wänden und Reisekrankheit schützen. Der Trick besteht darin, dass sich der Nutzer durch virtuelle Welten bewegt, während er in der realen Welt an Ort und Stelle bleibt. Dieser Effekt wird durch die in die Sohlen integrierten Räder erreicht. Das Team lädt alle Interessierten ein, eine Anfrage abzuschicken und auf Neuigkeiten zu warten. Nicht weniger cool sehen die PrimeX Haptic VR-Handschuhe aus. Sie ermöglichen das Bewegen virtueller Objekte und verbessern die taktile Kommunikation. Die Handschuhe sind so gut, dass Tesla seine Roboter damit trainiert. Kein Wunder, denn die Handschuhe brauchen nur 45 Sekunden für die Einstellung und können locker 5 Stunden lang durcharbeiten. Doch der Preis hat es in sich. Ein Paar kostet rund 4.050 Euro. Stellt euch vor, ihr müsst ein Elektromotorrad bauen. Wen würdet ihr um Hilfe bitten? Verge Motorcycles hat sich zum Beispiel für Mika Häkkinen entschieden. Warum auch nicht, sitzt er doch seit letztem Jahr im Beirat des Unternehmens. Mit der Unterstützung des zweifachen Formel-1-Champions haben die Ingenieure ein Meisterwerk geschaffen. Das limitierte Motorrad besticht vor allem durch seine Leistung. Das Drehmoment beträgt 1000 Nanometer. Damit dauert die Beschleunigung von 0 auf 100 nur 3,5 Sekunden. Und bei maximaler Leistung erreicht das Motorrad eine Geschwindigkeit von rund 200 km/h. Mit einer Tankfüllung kommt man 350 Kilometer weit. Insgesamt 100 Motorräder wird das Unternehmen produzieren. Jedes Motorrad bekommt eine Platte mit Häkkinens Autogramm und soll ab 80.000 Euro kosten. Auch die Onika-Anlage ist beeindruckend schnell. Sie entsalzt 53.000 Liter Wasser pro Tag. Onika berichtet außerdem, dass es eine 10-mal leistungsfähigere Option gibt. Um die Anlage mit Strom zu versorgen, ist genügend Energie aus Wellen und Sonne vorhanden. Das saubere Wasser wird über eine Pipeline an Land geleitet. Die Plattform hält etwa 20 Jahre und besteht aus recycelten Materialien, unter anderem aus Plastikflaschen. Das alles klingt vor dem Hintergrund der UNICEF-Daten besonders relevant. Dort haben Experten errechnet, dass im nächsten Jahr etwa die Hälfte der Weltbevölkerung unter Wassermangel leiden wird. Was passiert, wenn man eine Taucherbrille mit einer Actionkamera kreuzt?
Die Firma Liquid Image hat sich diese Actionmasken ausgedacht. Mit der HD720p kann man Fotos und Videos bis zu einer Tauchtiefe von 40 Metern aufnehmen. Die Stromversorgung erfolgt über kleine AAA-Batterien. 4 Batterien reichen für 2 Stunden Video oder 2000 Fotos. Dank des 720p-Formats können die Aufnahmen auch auf einem großen Bildschirm betrachtet werden. Alle Kabel sind im Set enthalten. Man muss das Filmmaterial also nicht erst auf den Computer laden, sondern kann es sofort zum Beispiel an einen Fernseher anschließen. Nicht schlecht für 123 Euro. Jilani Engineering ist auf Rollstühle spezialisiert. Mit dem Nachrüstsatz MT-02 verwandelt das Unternehmen die Rollstühle in Trikes. Für rund 3000 Euro können die Nutzer damit bis zu 50 Kilometer weit fahren. Der Anschluss des MT-02 ist sehr einfach. Deshalb ist die Aufrüstung für die meisten manuellen Rollstühle geeignet. Intelligente Geschwindigkeitsregelung und Rückwärtsfahrten sind ebenfalls möglich. Alle notwendigen Informationen werden auf dem eingebauten LCD-Display angezeigt. Der MT-02 stört die Füße nicht und passt dank des klappbaren Lenkrads problemlos ins Auto. Zum Schluss noch ein Versuch, das Rad neu zu erfinden. Es heißt Stringbike und hat statt einer Kette eine elastische Schnüre. Diese werden beim Treten um die Riemenscheiben gewickelt. Im Vergleich zu einer Kette ist die Schnüre leiser und hinterlässt keine Fettflecken. Das Stringbike hat 19 Gänge. Diese werden wie bei einer Kette direkt während der Fahrt gewechselt. Außerdem kostet das Wechseln der Schnüre nur ein paar Dollar und sie halten länger als eine Kette. Das Stringbike gibt es in verschiedenen Ausführungen mit Carbon- oder Aluminiumrahmen. Sie kosten ab 1000 Euro.